Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich wollte ein kleines Update machen zum Thema Wasseraufbereitung, wie es bei mir gerade so läuft. Da hatte mich mal vor Monaten jemand gefragt, ob ich denn zufrieden bin mit diesem Ding. Das ist ein Steripen. Und ich dachte, ich nehme das jetzt doch mal jetzt nach langer Zeit zum Anlass, mich dazu mal wieder zu äußern. Ich hatte da schon offiziell hochausführliche Videos zu gemacht. Ich habe zur Wasseraufbereitung jede Menge erzählt. Da müsstet ihr dann einfach mal Mann im Wald, Wasseraufbereitung, Wasserfilter, Wasser, was auch immer, alles Mögliche mal, welche Begriffe euch auch immer einfallen, die Suche eingeben, dann findet ihr bestimmt irgendwelche entsprechenden anderen Videos zu dem Thema. Wenn nicht, werden sie euch sowieso vom Algorithmus wahrscheinlich vorgeschlagen. Ich verzichte deshalb darauf, da irgendwelche komischen Links zu setzen, da bin ich sowieso immer zu faul für. Schlimmer Mensch. So. Jein. Ich war ja auch Gegenargumente in den Kommentaren der Meinung, dass das für mich eine tolle Lösung sei, der Steripen. Und ich muss mir gefallen lassen, dass in den Kommentaren diejenigen, die Argumente hatten, damit nicht ganz Unrecht hatten und vieles, was die so gesagt haben, nachträglich jetzt so langsam ein wenig Sinn ergibt. Da war ich doch etwas zu begeistert von dem Ding. Es ist ja immer so, wenn man sich ein Stück Ausrüstung kauft, möchte man, dass das gut ist, weil das Zeug ist im Regelfall teuer und man will ja nicht als Depp dastehen, möchte man sich ungern selbst eingestehen, der sich teuren Schrott gekauft hat. So, ist das teurer Schrott? Nein, bei weitem nicht. Ist es aber die tolle universelle Lösung für mich, mit der ich in alle bisschen bis in alle Ewigkeit glücklich werde? Nein, das auch nicht. Und so gesehen stimmt das schon, was da eben in den Kommentaren stand, mit Vorsicht zu genießen. Spezielle Anwendungsgebiete. So, was macht das Teil? Das ist eine UV-Lampe. Und hier sind so zwei Elektroden. Und wenn man das jetzt ins Wasser tunkt, dann geht der Dingerich an. Hier drin leuchtet es. Ich glaube, man kann es erahnen. Man sieht da so einen Lichtschimmer. Und da muss man rühren. Und das so lange, bis er von alleine wieder ausgeht. Und danach ist das entsprechende Wasser, alles was gelebt hat, ist dann tot. So. Und was man auf keinen Fall tun soll, ist die UV-Lampe vorher rausziehen. Und man soll auch nicht in die Lampe gucken, sonst könnte man sich die Augen UV-lasern und sonst wie. Und jetzt beschwert er sich, weil ich ihn vorher rausgezogen habe und leuchtet rot oder sonst irgendwie. Und das Dumme ist, man braucht eigentlich die Gebrauchsanweisung in dem Täschchen von dem Teil aufheben, weil wenn man den lange nicht mehr benutzt hat, weiß man nicht mehr auswendig, was welche Farbe bei dem Geleuchte hier hinten, der hat verschiedene Dioden, die mal so blinken, mal in der Farbe, mal in der Reihenfolge und so weiter und will einem damit sagen, wie der aktuelle Akkustand ist, ob das Wasser nun sicher ist oder nicht und so weiter. Und das kann kein Mensch auswendig. Das kann man sich mal durchlesen für die nächste Tour, dann weiß man es vielleicht noch während der Tour und danach vergisst man es irgendwann und dann hat man die Gebrauchsanweisung nicht mehr, so wie jetzt. Klar kann ich es auch im Internet nachlesen, aber es ist ein bisschen eine blöde Sache. Ja, das ist schon ein Nervfaktor Nummer 1. Funktioniert tadellos, hatte ich auch noch nie Probleme mit und ich konnte mein Wasser damit immer aufbereiten, bin dann auch nie krank geworden und das war okay. Aber er hat schon Nachteile. Vorteile, er ist klein, leicht, einfach zu verwenden und braucht keine Pflege. Wenn man hinterher nach Hause kommt, legt man das Ding irgendwo hin und gut ist. So. Dahingehend braucht er Pflege, dass man den Akku vorher aufladen muss. Wenn man also eine größere Tour vorhat, muss man entweder das Ding mitnehmen, dann fällt einem ein, scheiße, keine Ahnung, weil ich den aufgeladen habe, dann muss man gleichzeitig eine Powerbank mitnehmen. Dann ist er nicht mehr so klein und leicht. Ja? Oder man denkt dran, lädt ihn vorher auf, dann hat man für 2 bis 3 Tage Saft zum Wasser aufbereiten. Wenn es jetzt nicht allzu kalt ist, dann würde ich eher 2 Tage rechnen. Das sollte eigentlich noch viel länger halten, nach Herstellerangaben, aber meine persönliche Praxiserfahrung mit großem Sicherheitsbedürfnis ist 2 bis 3 Tage. Ja, wurscht, was der Hersteller auf seiner Homepage schreibt, das ist so meine. Damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Und solange man das so macht und immer noch seine Powerbank mitschleppt, dann kann man mit dem Teil schon arbeiten. Was kann das? Mit UV-Licht Lebewesen brutzeln. Das heißt, was kann es nicht? Dann auch Lebewesen brutzeln, wenn das Wasser super dreckig ist, weil dann verbreitet sich das UV-Licht im Wasser nicht. Das heißt, man kann nur klares Wasser damit aufbereiten. Was kann er noch nicht? Bakterien rausholen. Was kann er auch noch nicht? Schwermetalle rausholen. Bakterien rausholen. Chemikalien rausholen, Schwermetalle rausholen, alles was nicht lebt.
und trotzdem ungesund ist im Wasser. Ja, da kannst du nichts dagegen tun. Keine Chance. Außerdem, das Problem sind noch Cyanobakterien, weil Cyanobakterien kann man hiermit zwar totbomben, dann sind die tot, aber in ihrem Inneren ist immer noch Gift. Und wenn du jetzt tote Cyanobakterien trinkst, bist du genauso vergiftet, wie wenn du lebende Cyanobakterien trinkst, weil die sterben dann sowieso in deinem Magen. Das heißt, wenn Cyanobakterien-Gefahr besteht, hilft er auch nicht. Er ist also quasi nur sicher zu verwenden für optisch klares Fließgewässer, bei dem man sich ziemlich sicher ist, dass nicht noch irgendwelche Chemikalien oder Schwermetalle drin sind. Das trifft auf 99,8% der Bäche im Wald, bei dem ich so vorbeilaufe, zu. Ja? Da kann man sich dann immer ziemlich sicher sein. Wenn es jetzt nicht das Ding ist, das direkt durch die Kuhweide rennt, läuft und man holt unter der Kuhweide dann direkt sein Wasser raus, das wäre eine blöde Idee. Aber das schmeckt auch dann nicht, wenn man irgendwie einen super, super Ultra-Filter nimmt, beziehungsweise, okay, je nachdem wie ultra ist, geht es irgendwann schon. Aber brauche ich auch nicht, ja. Ich bin ja in der Lage, durchaus kurz mal oberhalb von der Kuhweide mein Wasser rauszuholen, anstatt unterhalb und schon ist wieder safe. Also wenn man sich nicht ein Volldepp ist, kommt man mit dem Ding schon durchs Leben. Doof nur, der Akku lässt langsam nach. Das stört mich jetzt ein bisschen. Das stört mich mehr, als ich bei Kauf gedacht habe. Zweitens, dass ich nicht mehr weiß, was die verschiedenen Blinksignale zu bedeuten haben und keinen Bock habe, jedes Mal das nachzulesen, stört mich auch so ein bisschen. Drittens, Zuverlässigkeit nur dann gegeben, wenn man ein Gefäß dabei hat, das auch so tief ist, dass man mit dem Ding schön tief reintunken kann. Und das habe ich auch nicht immer. Und damit habe ich jetzt so ein paar Nervigkeitspunkte an dem Gerät entdeckt, die mir früher nicht klar waren, die mich aber jetzt langsam wirklich ein bisschen stören. Ja? Man kann auch nicht einen halben Becher desinfizieren, man muss gleich einen ganzen Becher nehmen, weil sonst ist der Wasserstand zu niedrig. Und also ist ein bisschen nervig. Nicht lösbar, aber ein bisschen nervig. So, jetzt habe ich mich also die letzten Monate, weil mich das ein bisschen genervt hat, damit beschäftigt, was es denn noch möglicherweise als Alternative gäbe, weil ich ja nach wie vor bloß aus klaren Fließgewässern trinken mag. Ich will keine Dreckpfütze aufbereiten können. Ich suche so lange, bis ich Wasser finde, das keine Dreckpfütze ist. Das ist für mich persönlich die Lösung, ja? Wer für daheim die ultimative Wasseraufbereitungsanlage braucht oder meint zu brauchen, die es überhaupt nur gibt, die alles aus dem Wasser holt, was irgendwie geht, der kann sich das ja daheim hinstellen. Aber für mich ist immer nur wichtig, Wasseraufbereitung unterwegs. Für daheim habe ich auch nur einen Wasservorrat, da unten steht er. Da seht ihr die Flaschen, also ein Teil davon. Also ich habe da eigentlich reichlich Vorrat und bin dann doch in meiner Krisenvorsorge nicht so paranoid oder nicht paranoid genug, je nachdem, wie man das sehen möchte, um jetzt unbedingt noch einen Kreil beispielsweise hier rumstehen zu haben oder eine Umkehrosmosepumpe oder was es da noch alles gibt. Dazu hatte ich auch schon mal ein ausführliches Video. Deswegen, neuerdings ist wieder das hier das Wasseraufbereitungsmittel meiner Wahl. Damals war es das mal, jetzt ist es es wieder, weil mich die bisherigen technischen Lösungen dann doch langfristig gesehen nicht überzeugen konnten. Wasserfilter mag ich auch nicht, weil man sie trocknen muss vor allen Dingen, weil sie verpilzen können, weil man sie pflegen muss, weil man sie hin und wieder desinfizieren muss. Und das ist alles was, das nervt mich auch schon wieder. Ich bin da anspruchsvoll. Und Micropur sind halt so kleine Tablettenstreifen, die wiegen nichts, die wiegen wirklich nichts. Das kannst du völlig ver... 3,5 Gramm oder was, keine Ahnung. Und da sind ein so ein Streifen und 25 Tabletten, das heißt 25 Liter. Wenn man es konzentrierter nimmt, schmeckt das Wasser hinterher scheiße, ist aber trotzdem entsprechend desinfiziert. Heißt, wenn man nur ein kleines Gefäß hat, kann man trotzdem eine Micropur-Tablette reinschmeißen. Das schmeckt dann nicht gut, aber es bringt einen auch nicht um und geht. Also als Notlösung auf jeden Fall. Hat man nur ein kleines Gefäß und nur ein bisschen Wasser per Regen aufgefangen oder sonst wie und möchte es hiermit, dann geht es einfach nicht. Nicht. Also die Flexibilität ist höher. Außerdem kann man Micropur in sehr geringen Dosierungen mit nur ganz wenig Wasser auch als Desinfektionsmittel verwenden. Für theoretisch, natürlich nicht machen, aber
nicht offiziell, aber auch als Wunddesinfektion, als antiseptische Spülung für irgendwelche nässenden Wunden, zur Sterilisierung von Geräten theoretisch verwenden und. Also ist super, super vielseitig und gerade seit ich das mit dem Geräte sterilisieren und sonst was sterilisieren und Wunden spülen rausgefunden habe, finde ich das noch viel interessanter und deswegen toll, weil es halt so super, super multifunktional anwendbar ist. Auch toll, wenn man es gebraucht hat oder wenn man auf eine Tour gehen will, muss man das hier einfach nur einstecken. Wenn man es nicht gebraucht hat, legt man es nach Hause, kommt wieder irgendwo hin. Wenn man es gebraucht hat, legt man es nach Hause, kommt auch wieder irgendwo hin. Nur fehlen dann halt 2-3 Tabletten oder irgendwie sowas. Ja? Also Wartungsaufwand null. Nichts hat so wenig Wartungsaufwand wie Micropur. Tötet genauso zuverlässig wie UV-Strahlen alles, was lebt, ist damit also auch eine 100% zuverlässige Quelle, um in fließenden, sauberen Waldgewässern mit Sicherheit Trinkwasser zu bekommen, sofern man nicht ganz doof ist, ne? Ja, muss man immer noch dazu sagen, dann klappt es super, aber auch das hat einen Nachteil, nämlich Einwirkzeit eine halbe Stunde. Jetzt ist noch niemand in einer halben Stunde plus minus verdurstet. Das heißt, ist schon erträglich, kann aber jetzt draußen nervig sein. Das Ding hier ist eher daheim nervig und bevor man rausgeht nervig und wenn man wieder nach Hause kommt nervig wegen der Akkugeschichten, weil man nicht weiß, wie viel Strom ist da noch drin und bla 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 und so weiter. Kann auch zu Wartezeiten führen, wenn der Akku nämlich leer ist und man das Ding mit der Powerbank, die man dann hoffentlich dabei hat, mal aufladen muss. Dann dauert das nämlich auch eine Weile, bis der Ding nicht wieder anspringt. Und zwar so zuverlässig anspringt, dass er auch die 30 oder 35 Sekunden, was immer das dauert, die es braucht, das Wasser zu desinfizieren, das auch tut. Ja? Also das ist auch so ein Thema. Warten ist auch beim Steripen ein Ding. Aber hier hast du halt immer die halbe Stunde. Und hast du sehr dreckiges Wasser, beziehungsweise Wasser in sehr heißen Regionen, das kann auch noch sauber aussehen und auch ein sauberer Bergbach sein, da könnten dann so ein paar ganz, ganz fiese Krankheitserreger drin sein, die einfach höhere Temperaturen brauchen. Und damit die tot gehen, die sind ein bisschen stabiler, muss das Ganze dann nach 2 Stunden einwirken. Und das bedeutet quasi in der Praxis, dass man sich morgens seinen Wasservorrat desinfiziert, beziehungsweise nach dem Aufstehen und bis man losläuft, sind die 2 Stunden fast rum oder ganz rum, je nachdem. Oder man macht schon abends und dann sind sie bis morgens rum. Und dann tagsüber nur unter bestimmten Bedingungen was nachfüllen kann, dass man halt genug Flaschen dabei hat. Und meinetwegen noch eine zusätzliche Flasche Dreckwasser irgendwo unterwegs auffüllt, gleich das Ding reinschmeißt, aber noch gleichzeitig noch 1 Liter sauberes Wasser hat, mit dem man über die Zeit kommt, die 2 Stunden, bis das Dreckwasser dann auch wieder sauber ist. Mit solcher Logistik muss man sich dann beschäftigen. Ja, aber ehrlich gesagt finde ich das auf Tour gar nicht so weiter dramatisch. Ich mag ja die ganze Logistik, die man braucht für das Leben Outdoor. Was ich nicht mag, ist Logistik, wenn man dann wieder nach Hause kommt. Oder bevor man losgeht, bis man seine Ausrüstung zusammen hat und so. Und deswegen jetzt aktuell die Lieblingswasseraufbereitungsmethode meiner Person. Auf jeden Fall Micropur Forte-Tabletten. Wichtig wäre noch zu sagen, was ist mit den Cyanobakterien? Deswegen, warum sage ich die ganze Zeit Fließgewässer? Wenn man ein stehendes Gewässer hat, dann kann man sich nicht hundertprozentig sicher sein, also im Winter 98% sicher, aber ein gewisses Restrisiko bleibt und im Sommer würde ich es auf jeden Fall immer machen, auf stehende Gewässer verzichten, weil mit diesen beiden Methoden kriegt man keine Cyanobakterien weg und Cyanobakterien können sich dann entwickeln, wenn das Wasser eben nicht dauernd bewegt wird. Die sitzen gerne auf einer Oberfläche, die schwimmen gerne am gleichen Ort rum, die brauchen einfach eine gewisse Stationarität und dann können die sich super entwickeln und das Blöde bei den Dingern ist, die haben innen drin Gifte im Körper, in ihrer Zelle. Ja? Und wenn wir jetzt die Zelle kaputt bomben, sei es jetzt mit Micropur oder mit UV-Strahlen, dann ist das Gift da trotzdem noch drin. Das Gift lässt sich auch nicht kaputt bomben, sondern das Gift fließt jetzt einfach aus der Zelle raus, die wir kaputt gebombt haben. Und wir trinken jetzt das Wasser mit dem Gift drin und kriegen es trotzdem ab. Ja? Das hilft uns also nicht. Da hilft auch nicht abkochen, weil das killt auch wieder die Cyanobakterien, aber das Gift ist noch da. Da hilft egal welche Chemikalie nicht.
das Einzige, was man machen kann, wenn man Cyanobakterien aus dem Wasser raushaben will und Cyanobakterien potenziell belastetes Wasser trinken möchte, ist ein Filter. Ja? Filter müssen also nicht zwingend in der Lage sein, auch Viren rauszufiltern, weil dafür müssen sie sehr, sehr feine Filter sein. Aber Filter sind immer noch das einzige System bei entsprechendem hohem Pflegeaufwand oder gegebenenfalls sehr hohen Kosten, wenn es nur ein paar Liter Filter sind, die man dann jedes Mal austauschen muss, das gibt es auch, sind Filter trotzdem nach wie vor das einzig zuverlässige Wasserfiltersystem, Outdoors, das auch aus jeder beliebigen Dreckbrühe Trinkwasser machen kann. Also fast jeder beliebigen Dreckbrühe, ja. Das, was vorher, das ins Klärwerk, die Kanalisation damit auslaufen, möchte man trotzdem nicht, ja. Aber das muss man im Hinterkopf behalten. Wenn man aber sagt, ich finde immer klares, fließendes Oberflächenwasser und brauche deswegen nicht zwingend einen Filter mitnehmen und sich den halt eben zwischen dem System UV-Strahlung oder chemische Wasseraufbereitung entscheiden möchte, dann muss ich sagen, nach Langzeitverwendung von beidem, ja, doch lieber das. Ja. Ein Vorteil von dem Ding ist allerdings nochmal, dass er bis auf die Centbeträge, 3 Cent oder was im Jahr, was das hier an Strom verbraucht, keine Folgekosten verursacht. Mikrotourtabletten, 100 Stück, kosten ca. 25 Euro oder sowas. Das heißt 100 Liter. Jetzt kommt es darauf an, wie viel man draußen laufen, saufen möchte. 100 Liter kann sehr viel sein, je nachdem, was man halt vorhat. Oder auch nur sehr wenig, wenn man langfristig draußen ist. Dann wird das ein teures Vergnügen. Das gibt es natürlich dann auch noch in Flaschen. Dann werden sie entsprechend billiger pro Liter. Aber ja, es kann theoretisch teuer werden. Und mit dem Ding, gut, wenn ihr Tausende, 5000 oder sonst was Liter irgendwie damit UV-isieren möchtest, hast du irgendwann auch das Problem, dass die Lampe versagt. Die Lampe hat nämlich auch nur eine bestimmte Lebensdauer. Das ist jetzt für mich kein Thema, weil ich eigentlich höchstens nur so ein paar Liter pro Monat, wenn überhaupt, aufbereite, sei es hiermit oder damit. Meistens gar nichts eigentlich, weil wenn ich irgendwo bin, wo ich häufiger bin, dann kenne ich da meine Trinkwasserquellen und sonst traue ich mich auch durchaus, irgendwelches Bachwasser aus dem Wald so zu saufen, ohne da irgendwas reinzuschmeißen. Was soll da drin sein? Ja. Also meiner Meinung nach kann hier jeder so vorsichtig sein, wie er möchte. Ja, das so die aktuellen Überlegungen eben zu der Wasseraufbereitung, neuere Erkenntnisse meinerseits und Nervigkeiten von dem Ding, die ich noch nicht erwähnt hatte, soll es gewesen sein an dieser Stelle. Tschüss.